Die LASK-Kampfmannschaften heute und vielleicht morgen. 200 Kinder und Jugendliche kicken derzeit für LASK Linz und FC Pasching. Mit Erfolg. Vergangene Saison mischten die Nachwuchsmannschaften ganz vorne mit. Nachdem man sieht, wie viele Herbstmeistertitel schon mit haben, wie viele Tore das geschossen worden ist, dann wird hier sicherlich eine gute Arbeit mitgemacht. Abschluss der Saison, die Weihnachtsfeier in der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Trikots, Ausrüstung und Trainingsaufenthalte. Ohne den Sponsor nicht möglich. Die Nachwuchskicker von heute, vielleicht die Profis und künftigen Werbeträger von morgen. Es gibt natürlich Nebeneffekte, wenn man so etwas unterstützt. Da erwarten wir uns auch einiges davon. Aber im Vordergrund steht wirklich, ich glaube, wir sollen die Kinder und die Jugend dahin bringen, dass sie nicht nur vor ihren PCs und den Bildschirmen sitzen, sondern dass sie sich auch körperlich betätigen. Und das ist wichtig. Schule, Hausaufgaben und dann ab auf den Platz. Die meisten der Jungen kicken bereits seit dem Vorschulalter. Mit 4 habe ich angefangen, mit meinem Papa ein bisschen zu spielen. Der Trainer war ein bisschen streng, aber sonst war es okay. Wenn ich nach der Schule komme, also nach 4 Uhr, gehe ich gleich ins Training. In erster Linie zählt einmal der Spaß. Sie müssen Freude am Sport und insbesondere hier am Fußball haben. Und sie brauchen natürlich auch Ausdauer. Und das ist eine der wesentlichen Aufgaben, die ihnen auch die Trainer beizubringen haben. Fast 30 Trainer sind beim LASK Linz und FC Pasching derzeit für den Nachwuchs zuständig. Zusätzlich gibt es für die Jungen die Linzer Fußballakademie. Der LASK hält derzeit 49% an der Akademie und holt sich hier Talente für die Kampfmannschaft. Das glauben wir, dass wir hier dann von ganz unten bis ganz nach oben ein durchgängiges Ausbildungssystem mit anbieten können, damit wir eben ganz genau das möglich machen, dass man vom eigenen Nachwuchs mal in die Kampfmannschaft mitkommt. Großes Vorbild für die Jungkicker Pavao Perwan. Der heute 28-Jährige hat mit 9 Jahren seine aktive Fußballkarriere begonnen. Es ist natürlich eine extrem spannende Zeit gewesen. Ich glaube, damals stand natürlich nur der Spaß im Vordergrund. Jetzt denkt man natürlich viel mehr nach. Und ich glaube, genau diese Unbekümmertheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Und ich glaube, die Jungs sollten versuchen, das so lange wie möglich beizubehalten. Nach einem Mittelfußbruch gab es für den LASK-Kapitän im August ein frühes Ende der Herbstsaison. In der Frühjahrssaison will der 28-Jährige wieder auf dem Platz stehen. Dann geht's auch für den Nachwuchs wieder los. Jetzt ist erstmal Weihnachtspause.